Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochenbrigade hier. Heute fahre ich den V25 Zerstörer. Dies gestellt 1940 ist mit eines der ältesten Zerstörer hier. Oder einer der ältesten. Oder ist es sogar der älteste Zerstörer? Kann mich jetzt nicht entsinnen. Entsinnen! Jesus! Dies gestellt 1945. Wir haben drei 1er-Türme, 105 mm und wie man hier sieht, zwei verschiedene Torpedowerfer. Es sind vorne welche, die so leicht schräg nach links und rechts zeigen. Und je nach zwei Werfer an der Seite, je 500 mm. Oh Gott, ich bin so fertig. Ich habe gerade irgend so einen Schrott gesehen und dann bin ich noch voll fertig da. 6 Kilometer Reichweite maximal und 30,8 Knoten. Das ist schon ziemlich schnell für ein Rang 3 Schiff. Rang 2, Entschuldigung. Wie gesagt, V25 bin ich glaube ich auch gefahren in diesen unberüchtigten Steel Ocean. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch gespielt wird, ob es das überhaupt noch gibt, dieses Spiel, aber da war es glaube ich auch der erste Zerstörer, den ich überhaupt hatte. Im Rang 1 Bereich. Und ja, da war das glaube ich auch so, dass Torpedos vorne waren und die waren halt echt in einer komischen Position abzuschießen. Das war irgendwie ungewöhnlich. Gerade wenn man es jetzt gewohnt ist. Ich bin ja schon eine ganze Weile hier mit Zerstörern unterwegs, auch wenn ich nicht sonderlich gut darin bin. Ich versuche die einfach nur fertig zu kriegen. Und da war das halt so, dass ich mich erstmal dran gewöhnen musste, aus so einer Position, aus so einem Blickwinkel heraus, die Torpedos abzuschießen. Und ich hoffe, es geht jetzt gleich mal los hier. So, was haben wir denn da? Dreier und Zweier. Na, das ist ganz gut zusammengewürfelt hier eigentlich. Wie man sieht, viele. Das ist ein G101, das ist schon eine Stufe weiter. Viele V25 hier, also hier drauf jeder Seite, sechs insgesamt. Das ist fast schon ziemlich. Das ist fast das komplett gleiche Setup hier. Gut, die haben keine Weymouth, aber so im Großen und Ganzen. Der ist natürlich schon vollständig modifiziert. Das ist ja auch nicht so schwer hier bei denen. Es geht ja auch ziemlich schnell dran, gerade in. Niedrigstufigen Bereich. Ein bisschen angerostet ist er schon. Ahoi, ahoi. Servus. Alle Mann auf Gefechtsstation. Viel Glück und ruhige Wasser. Herzlichen Dank. Tja. Wenn man auch hier sieht, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, die Torpedowerfer sind auch wirklich komisch aufgestellt irgendwie. Also im Prinzip, es sind zwar Zwillingstorpedowerfer, sie sind aber nicht zusammen, sie sind einzeln. Das sieht man auch, deswegen zeigen die auch so in dieser V-Form jetzt gerade. Hat halt damit zu tun, wie ich jetzt gerade in welche Richtung ich gucke. Machen wir ihnen das Leben schwer. Jetzt kann man auch den vorderen nicht sehen. Kann mich jetzt darauf leider auch nicht ganz konzentrieren, weil ich muss hier irgendwie zusehen, dass ich überlebe. Aber ich mache auf jeden Fall noch eine Runde. Gerade mit Zerstörern ist das für mich nicht so einfach. Ich glaube, ich habe nur zwei Videos gemacht mit Zerstörern, wo ich tatsächlich nur eine Runde aufgezeichnet habe, einfach weil die so gut liefen. Für mich, ausnahmsweise mal. Da ist schon Wackerdacke. Das ist natürlich blöd jetzt hier für mich. Ich meine, er wäre in Reichweite auch für die Torpedos. Oh, das ist schon der nächste. Oh Gott. Und ich kann jetzt keine raushauen. Denn ich bin nicht so ein Typ, der hier absichtlich versucht, oder komme was wolle, hier Kills zu machen und dabei Teamkollegen niederzumähen. Torpedos auf Backbord! Scheiße, Mann. Torpedos auf Backbord! Und da kommen schon die Torpedos. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass der Typ hier gleich vernichtet wird, weil dann kann ich mir hier nämlich nur meine Torpedos rausschmeißen. Und hier ist der andere Typ. Oh, ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich freue mich schon gleich auf die nächste Runde, denn ich werde hier nicht mehr lange bleiben. Oh Gott, der. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Ich weiß, dass der Typ hier direkt neben mir ist. Boom! Scheiße, sowas dachte ich mir schon. Oh mein Gott! Sowas dachte ich mir schon, aber mein RAM hat einen Wassereinbruch bei ihm verursacht. Man weiß ja nicht, vielleicht bringt es auch noch was, glaube ich ja nicht. Ich wollte den Typen an der Insel, ich wusste nicht, dass der da hängen bleibt. Scheiße.
scheiß die Wand an. Ich dachte, der wartet da. War wahrscheinlich ununterbrochen durch sein Fernglas geguckt. Na, Juti. Hab ja gesagt, geht noch eine weitere Runde hier zu tun, am Machen sein. So, 14 Sekunden haben wir noch Zeit hier, uns vorzubereiten mental. Mit diesen Divisionsbeitritten, das nervt auch. Ich meine, ich habe jetzt zwei, drei Mal schon so Ninja-Invites gehabt hier, also Einladungen, wo ich einfach, wenn ich wollte, dass sie mich einladen, abgelehnt. Da haben wir schon wieder. Wie war das nochmal? Alter, L-Taste, ja. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, das immer auszustellen. Jetzt habe ich es natürlich schon wieder vergessen auszustellen. Und ich will nicht in irgendwelche Divisionen rein. Ich weiß nicht, was die mir diese Division bringen, denn normalerweise besprechen die sich hier ja auch nicht. Es kann natürlich sein, dass sie in der Division sich bequatschen, aber das bringt mir nichts. Ich bin hier eher so ein Einzelkämpfer und wenn, dann spiele ich mit Leuten, die ich kenne. Und meistens spiele ich ja eh mit Kaiser Franz, weil die meisten hier einfach solche Spiele nicht spielen. Oder gerade nicht mehr dies. Oder haben aufgehört zu spielen, als ich angefangen habe zu spielen. Und haben kein weiteres Interesse mehr daran. Gut, also immer noch mit dem V25 unterwegs. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal irgendwie einen mit Torpedos kaputt machen kann. Eben gerade habe ich vergessen, ich packe noch einen Screenshot rein, wenn ich den finde. Aber er ist tatsächlich noch abgesoffen. Der Typ ist tatsächlich noch abgesoffen. Ich muss gucken, wo dieser Screenshot ist. Also gehe ich davon aus, dass er einen Brand drauf hatte, den gelöscht hat und dadurch nicht mehr reparieren konnte. Und ich gehe davon aus, dass er das einfache, also Rang 1 Brandbekämpfungsteam drin hatte. Das war jetzt sehr viel Sätze mit hatte, in sehr kurzer Zeit. Auf jeden Fall ist er abgesoffen und ich habe halt im Nachhinein noch einen Kill geschrieben bekommen. Das war ganz, ganz schön eigentlich. So, ein bisschen konzentrieren hier. Konzentration. Da ist eine Kohlberg. Der haut auch schon ein ganzes Zeug raus. Ich glaube, der knallt das ins Nichts in der Hoffnung, dass irgendwie einer gegenfährt, aber die haben einfach ja so viel Zeit, die dann zu entdecken hier. Aber gut, er hat einen Vorteil, er ist mit dem Japaner unterwegs. Da ist die Reichweite natürlich ziemlich hoch. Obwohl, ich muss sagen, mit 6 Kilometern Reichweite im Rang 2 finde ich das schon ziemlich gut. Das haben ja die Russen nicht mal im Rang 6. Obwohl, ich habe noch gar keinen Rang 6 russischen Zerstörer. Aber Rang 5 haben sie jedenfalls nicht. Mehr als 4 Kilometer. So, jetzt mal zusehen hier, ein bisschen Gas geben. Vielleicht komme ich noch an die Kohlberg ran. Wenigstens mal ein bisschen schießen. Ich will auch eher nichts hier. Aber auf jeden Fall finde ich es toll, dass hier überhaupt bei den Deutschen jetzt mittlerweile Zerstörer mit dabei sind. Und wer weiß, vielleicht kommen ja noch ganz andere Nationen dazu. Auch eine geile Sache. Wird wohl wahrscheinlich auch so sein, denn die müssen ja das Spiel auch irgendwie am Leben halten und einfach nur das so beibehalten, wie es jetzt ist. Ein paar neue Karten reinknallen, das reicht ja auch nicht. Die Dresden wäre auch ein ganz gutes Ziel, wenn sie denn mal irgendwann erscheint. Das G101 hier. Irgendwie hat er mich noch nicht ganz mitbekommen. Brände entfacht. Gut, nach langer Zeit ist komplett ausreichend. Man muss ja auch nicht alle Viertelsekunde schießen hier. Das wäre ein bisschen sehr dusselig. Und das meinte ich mit den Torpedos. Es ist ungewöhnlich, die Torpedos so rauszufeuern, finde ich. Oh Gott, ich wurde schon gesehen. Nebelwerfer gestartet. Jetzt muss ich natürlich auf die andere Seite wechseln für den anderen Torpedo vorne. Scheiße! Ja, und die verkackte Insel. Wie oft hat man das? Also ich häufiger. Kaiser Franz ja auch. Also, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber früher hat die so oft Inseln mitgenommen. Ich wahrscheinlich auch. Gerade noch so davon gekommen hier. Kommt noch ein Torpedo irgendwo mal rein? Nee. Die zwiebeln alle daneben. Gut, nachgeladen ist. Ich
warten, bis alle fertig sind. So, jetzt sind sie alle fertig. Erstmal den vorderen raus, denn der geht ja zuerst. Ich kann ja nur ahnen, wie er jetzt hier gleich unterwegs sein wird. Und wenn ich Pech habe, fährt er jetzt wieder vor. Und das wird wahrscheinlich auch sogar so sein. Oh, heilige Fresse. Die andere Seite noch hier. Gib mir doch auf die Zwiebel, du. Oder ich fahre einfach rein hier in den. Das könnte ich natürlich auch machen. Oh, wahrscheinlich wäre das sogar cleverer. Wenn ich überhaupt noch irgendwas weg fetzen will. Nein, so knapp verfehlt. Das gibt's doch nicht. Leck mich doch im Arsch, Alter. Aber wenn sich Leute tatsächlich auf Zerstörer spezialisieren, dann sind das für mich harte Hunde. Also, klar, man hat so seine Torpedos und die hat man relativ häufig. Aber letzten Endes ist es doch so, dass... dass sie doch schon schwerer zu spielen sind. Was? Torpedos auf... liegt deine Mutter? Torpedos auf Steuerbord. Raus mit dem Dreck jetzt hier. Ich hoffe echt, dass er noch einen mitnimmt. Ich versuche den noch zu rammen irgendwie. Das muss jetzt funktionieren. Ist doch schon mal tschüss. Der geht noch rein, der geht noch rein. Und fick dich! Yeah. Ich wollte das immer mal machen. Ich habe eigentlich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich schon mal jemanden gerammt habe. Yeah, boy! Also ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Wer hier nicht abonnieren will, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem viel Spaß beim Zocken. Oh, das sieht so geil aus. Ich habe noch nie jemanden mit dem Zerstörer gerammt. Das ist eine schöne Sache. Also wie gesagt, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Macht, was ihr wollt. Ich kann es nicht mehr sagen. So. Bis denn dann. Ciao, ciao.